Servus, liebe Wandern, Outdoor, Buschkraft und Dachzeltfreunde in dem Fall vielleicht. Heute möchte ich ein kleines Video nur darüber machen, wie man sich gemütlich bei so einem Wetter im Dachzelt warm halten kann. Und es gibt ein cooles Gewinnspiel, also es gibt was zu gewinnen bei mir, was richtig geil ist. Bleibt dran, wenn ihr Interesse habt. So, wie versprochen, das Video ein bisschen über das Dachzelten, wie man sich schön warm halten kann. Es ist vielleicht gar nicht so uninteressant für Buschkraftfreunde, denn man kann sich natürlich auch mit diesen Sachen in einem normalen Zelt oder in einem Biwaksack schön warm halten. Und ich werde euch heute bloß Sachen erzählen, die ungefährlich sind, die ich selber getestet habe. Also jetzt von vorne weg gleich, es geht hier nicht um eine Dieselheizung. Wie halte ich mich bei so einem Wetter warm? Wir fangen bei der Kleidung an. Ich habe immer Thermounterwäsche drunter. Das ist also hier zum Beispiel, das ist alles militärisches Zeug. Zu der Thermounterwäsche möchte ich noch ein bisschen was ergänzen. Und zwar, ich habe da immer Level 1. Und dann das Level 2 drüber, macht sich sehr bewährt oder hat sich die Jahre sehr bewährt. Eine tolle Geschichte, das ist vom rangerjack.com. Das sind Militärsachen, die habe ich gebraucht gekauft. Mittlerweile sind mir die zu kurz. Also irgendwie ist das mit der Zeit beim Waschen wohl eingegangen oder so. Tja, ich bin nicht gewachsen. Genau, also das ist echt super, das Zeug, aber da werde ich jetzt mir was anderes bestellen, mal umschauen, was es da so gibt. Multifunktionsunterwäsche oder eben andere von anderen Firmen, einfach Thermowäsche. Genau, da kann ja jeder machen, wie er will. Da gibt es verschiedene Sachen. Das kann man auch ganz schön ausdehnen, das Thema. Das möchten wir aber nicht. Ja, da gibt es einfach zu viele Sachen. Keine Ahnung. Und dann habe ich halt immer gerne Vlies. Damit ist die Geschichte schon mal erledigt, das ist schön warm, auch tagsüber, und immer das Zwiebelsystem benutzen. Also hier, wenn es jetzt regnet oder nass wird, würde ich dann noch eine Regenjacke drüber ziehen, das hält auch noch mal warm, und so kann man sich da schon mal perfekt schützen. Wichtig ist auch eine Mütze, welche ist egal, Hauptsache die Kopfwärme geht nicht raus, weil da verliert man wirklich sehr viel an Wärme. So, die Mütze ist wichtig, wissen wir, aber man darf auch das Buff, das gute alte Stück, nicht außer Acht lassen, denn das schützt schon mal den Hals vor Kälte. Halsschmerzen gibt schnell, man wird krank, der Urlaub oder sonstiges. Zeltvergnügen ist dahin. Und wenn man da mal eine kalte Nasenspitze hat, kann man das auch wunderbar machen. Es wird zwar feucht hier, aber das trocknet dann im Schlafsack schon wieder ab. Kann man ganz drum machen, Mütze drauf, ist hinten warm. Es ist einfach, also für mich ist das die ganzen Jahre sehr wichtig gewesen und ich kann das wirklich nur empfehlen. Ja, ist einfach so, habe ich immer dabei, definitiv. Gut, kommen wir mal zum Schlafsetup. Oder zum Schlafen selber. Zum Unterlegen kann man eine Isomatte noch verwenden, eine ganz einfache Isomatte für Camping. Die kann man hier unter die Matte selber legen. Was ich da meine, ist wirklich die ganz billigen Iso-Unterlegmatten mit der reflektierenden Schicht. Das langt dann schon, dass es ein bisschen wärmer ist oder die Kälte von unten abhält. Man muss sagen, ein Dachzelt ist eben auch nur ein Zelt, da spielt es keine Rolle. Ob du nun am Boden liegst, naja, klar macht es einen Unterschied. Ist halt oben und du bist halt vom Dreck und der Nässe weg. Aber trotzdem geht's, es geht schon kalt von unten her. So ist es nicht. Also macht schon durchaus Sinn, sowas. Ich habe was anderes dabei, und zwar von der Firma Campwerk. Das ist die, wie sagt man denn da, Decke, Heizdecke, jetzt habe ich es. Sorry, Heizdecke. Die habe ich schon dreimal ausprobiert und die ist auch, ohne dass man die einschalten muss, wirklich die ganze Nacht schön warm. Also ich fand das super klasse. Und ja, also die reflektiert schon mal die Wärme super geil zurück. Die Firma verlost dann auch diese coole Thermodecke. Ich mag die ganz besonders, weil einfach, wie gesagt, schon mal von Haus aus relativ warm ist. Ja, und man hat bis zu 6 Stunden Heizmöglichkeiten, durch das eine Powerbank da dabei ist. Und es ist wirklich angenehm warm. Also ich selber schlafe in der 4-Jahreszeiten-Decke. Das hat mir viel gebracht. Sehr schön warm und kuschelig. Aber wenn man jetzt einen Schlafsack hat, einen Winterschlafsack, reicht es, wenn man mit dem anfängt. Ein Schlafsack ist wirklich eigentlich die optimalste Lösung, um warm und gemütlich in jedem Zelt zu schlafen. Bei dem ist es der Carinthia Defense 4. Ich könnte den mit dem Tropen zum Beispiel kombinieren und hätte dann wirklich ein warmes Schlafsetup. Richtig cool. Funktioniert auch, habe ich jahrelang Buschkraft gemacht und kann es hier auch wunderbar mit übernehmen. Das mal als Tipp, ist egal welchen Winterschlafsack ihr nehmt, Hauptsache es ist warm. Mit Wärmekragen ist natürlich noch besser. Der Carinthia hat eben keinen Wärmekragen. Ja, tolle Schlafsäcke, die beiden von Carinthia. Ich möchte die einfach nicht mehr missen.
Und wenn man die zusammensteckt, eben super Wintersystem, top Sache. Material ist wasserabweisend, es ist warm. Ich habe viele Jahre Erfahrung damit jetzt schon. Früher hatte ich es nicht, da hatte ich einen normalen, ja, ich sage mal, billig Winterschlafsack mit Wärmekragen, ging auch. Aber diese Schlafsäcke sind für mich einfach wärmer, obwohl sie keinen Wärmekragen haben. Und ineinander gesteckt kann man da sehr gut im Dachzelt sowieso und dann auch im Wald oder so wunderbar übernachten. Kombiniert mit dem Biwaksack perfekt. Aber das hat mit dem Dachzelt jetzt nichts zu tun, ist nur allgemein. Und ja, warum kaufst du nicht gleich einen Winterschlafsack gescheiten oder so? Nein, ich mag Sachen, die ich kenne, die ich jahrelang benutzt habe. Es ist ganz schwierig, dass ich davon weggehen würde. Möchte ich einfach nicht. Gut, wenn man jetzt wandern, lange Wanderstrecken hat, kann ich mir wieder vorstellen, vielleicht einen leichteren oder so zu besorgen. Aber nö, im Moment reichen mir die beiden Kerlchen vollkommen aus. Sehr zu empfehlen. Das wäre eine Option. Und dann, was auch noch geht, oder ein Inlet reinnehmen, ist die klassische Wärmflasche. Heißes Wasser kochen, rein damit. Die Füße reinstecken zum Beispiel, habt ihr schöne warme Füße. Was ich immer gemacht habe früher, waren Jacken, die ich ausgezogen habe, habe ich in den Schlafsack reingelegt, in den Fußraum. Dann waren die Füße schön aufgewärmt. Das hat schon mal großartig funktioniert. Die Vier-Jahreszeitendecke, die ich jetzt benutze, möchte ich hier nochmal zeigen. Der Bezug, das ist Mikrofaser wegen der Feuchtigkeit. Also das ist super, da merkt man gar nichts. Das ist total klasse. Und hier sieht man es ganz schön, dass die zwei Decken oder beziehungsweise so zusammengeknüpft sind. Wenn es dann Sommer ist, kann man eine rausnehmen. Perfekt. Also die ist total genial warm. Ist natürlich ein riesen Bracki, aber ist ja wurscht beim Camping. Und sehr gemütlich, sehr warm, finde ich. Klasse, möchte ich nicht mehr missen. In dem Zelt, was mir sehr gut gefällt, ist das Thermo-Inlet, also Thermo-Innenzelt, die Thermo-Haube, wie man auch sagt. Die bringt unglaublich viel an. Erstens mal ist es wärmer. Mit zwei Leuten habe ich drin geschlafen, also mit meinem Sohnemann, und es war wirklich gemütlich warm. Und der andere Vorteil ist, es ist einfach so ein Gemütlichkeitseffekt, der noch dabei ist. Das ist sowas von kuschelig gewesen. Diese Decke, also diese Thermo-Haube hier, die man da so einhängen kann, feiere ich total. Also ich finde die klasse. Und für Frischluftfanatiker keine Angst. Wie ihr seht, man kann an jeder Stelle, wo hier ein Fenster ist, das auch aufmachen und wieder schließen. Wenn es dann zu kalt wird, schließen. Wobei ich den Tipp geben möchte, immer viel Luft durchzulassen, damit das Kondenswasser nicht so extrem ist. Also ich musste schon in der Früh ein bisschen mit dem Lappen so abwischen. Da kommst du nicht drum rum. Das ist halt im Winter ganz besonders so. Die Wiesen sind feucht, wo man steht oder so. Und dann muss man das eben machen. Das geht nicht anders. Letztens hatte ich einen interessanten Kommentar zum Beispiel unter dem Video. Da hat er gesagt, warum nimmst du nicht, wenn du ein Lagerfeuer hast, einen heißen Stein, der eh schon da liegt, wickelst den in ein Tuch und legst ihn rein. Finde ich sehr cool. Die Idee ist nicht schlecht. Kannte ich allerdings auch schon. In jedem Survival-Buch wird sowas erwähnt. Und die gute Aussage war dabei, dass man sich nicht so abhängig macht mit irgendwie Elektrizität oder Strom, jetzt in dem Fall Akku, wegen der Heizdecke. Kann ich auch nachvollziehen. Macht draußen definitiv Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel im Wald unterwegs ist mit dem Rucksack oder so. Für mich hier im Auto allerdings nicht, weil ich habe wirklich alles dabei. Ich habe die Jackery Power Station dabei zum Aufladen für alles Mögliche. Ich bin ja hier mit diesem, also Autocamping ist für mich eben Camping, da habe ich einfach alles. Das passt. Was ich nicht erzählen möchte oder wo ich nicht drüber reden wollte oder das vorschlagen wollte, waren jetzt Dieselheizungen. Das ist mir zu kontrovers, das Thema. Es gibt günstige Dieselheizungen, die anscheinend auch schnell kaputt gehen. Es gibt günstige Dieselheizungen, die nicht kaputt gehen. Der eine hat Glück, der andere nicht. Ist mir auch wurscht. Da will ich auch gar nicht drüber reden, großartig. Interessiert mich nicht. Habe mich mit dem Thema befasst und hab mich entschlossen, wie ich die Thermohaube drin hatte, dass ich mir das sparen kann, das Geld für diese Dieselheizung. Offene Feuer, Kerzen etc. definitiv schlage ich nicht vor. Mag funktionieren, aber ich rate davon ab. Es ist immer eine Gefahr dabei. Ja, muss jeder selber entscheiden. Ich schlage es euch nicht vor. So, jetzt nochmal zu der Firma Campwerk und der tollen Heizdecke. Die könnt ihr bei mir gewinnen. Und zwar müsst ihr nur mitmachen bei dem Preisausschreiben. Das funktioniert so: Ihr schreibt es unten unter das Video, wenn ihr mitmachen wollt, eben @campwerk.de. Und wichtig ist auch, ihr müsst Abonnent von meinem Kanal sein. Und in ein paar Wochen werde ich das dann auslosen mit einem Zufallsprinzip. Und der Gewinner bekommt von Campwerk direkt die Decke zugeschickt. So wird es sein. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke an Campwerk sagen für diese tolle Aktion, dass die Firma das euch zur Verfügung stellt. Wunderbar, vielen Dank.
Und ja, wenn ihr Tipps, Anregungen habt, gerne schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr das so macht. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und der ein oder andere Tipp war nicht so alt. Warm halten kann man sich immer, das ist kein Thema. Genau, okay, wunderbar. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Ich hoffe draußen mal wieder. Und dann bleibt's gesund, macht es gut. Servus, ciao.